Thank you.
trinkets. Fuck. Moin mal bei. Warum nicht überanstrengen? Man soll die KS. Weil ich AR3 Map spiele oder was? Ich muss mir erstmal einspielen, vor Jahr 405 schaffe. Also, bitte. Das kenne ich gar nicht, das Lied. Ja, hier ist Schnee. Moin moin. Nee. Ich kann mir höchstens sowieso AR5. AR6 schaffe ich noch gar nicht.
kenne ich gar nicht von Gucci Kondo. Was das wissens wie die Superprofis mit einem Grafiktablett, nee, Maus und Tastatur. Ich spiele nicht so mega professionell oder so, ab und zu mal ein bisschen und das reicht mir. Und daher Manchester. Nikoya ist ein Bot. Der ist quasi, der kann auch wie ein Mobot oder wie der Angbot Sachen übernehmen, ist aber hauptsächlich für Osu gedacht. Da verbindest du halt dein Osu, dein Osu-Account mit und wie du gerade siehst, das zeigt dir halt immer an dann im Chat. Ob du Ranks bekommen hast, ob du PP dazu bekommen hast, das ist irgendwie hier diese auch so eine Art, wie gut ein Spieler ist und so ein Scheiß. Aber naja, ist es für mich jetzt nicht so ausreichend, weil ich nicht genau weiß, wie sich das abrechnet und was das eigentlich genau meint. Von daher, es hat irgendwie so einen Maßstab. Nein, ist es nicht.
Ist der ein bisschen komisch, ist leider. Was zum Henker? Warum 1000 Ranks? Fuck. Mach mal R5. Sammelt hinter. Hey, nein, das will ich jetzt nicht. Bin noch durchgekommen. Probieren wir das mal. Sieht man, dass ich nicht ein Spiel bin. Oh, das ist die, boah, das ist die 4 Minuten, die sind fuh. So hier so doppelklicken habe ich nicht so Probleme. Oder Double Tap heißt das, glaube ich, eigentlich nicht doppelklicken. So scheiße, dass ich die ganzen Digimon-Lieder nicht mehr habe. Da hatte ich mal von Adventure bis Tamers hatte ich mal komplett die ganzen Soundtracks. Und die sind ja alle weg, weil ja die ganzen vor etlichen Monaten ja die Festplatte formatiert werden musste. Und die kriegst du heutzutage kaum noch irgendwo ordentlich. Weil die ganzen Digimon Generation Links sind offline. Das Forum ist sowieso ziemlich tot. Dann kriegst du nur irgendwelche bescheuerten Torrents.
Warum ist das Hintergrund? Oh, wir stehen. Was nehmen wir denn? Da war ich so mit drin. Oh ja, das wird doch schon immer mal wieder hören, ne? Dieses Dreckslied. Okay. Okay, ich glaube, die Map ist scheiße. Oh Gott, die ist überhaupt gar nicht synchron zum Beat. Die ist so übelst auf synchron, Alter. Ja, die ist eine halbe Sekunde off. Scheiße mit mir gewinnen.
Fitnessstudio gehen. Ach, nee, ich kann nicht selten. Let's go on, yeah, okay, yeah.
Thank you.
In Minecraft style. Minecraft style.
to a portal, well, why not? When I think you can't get worse and enter her shells up, of course. Now you say you need glowstone and want to mine it on your own. Then to save you from the lava, I fell in, I should have known. This is the last time I try to be your light. I failed so bad. I lost all my stuff. It was really tough. That's it. Das. Fick.
Was für scheiße Maps, Alter. Boah. Thank you.
Shit. Thank you.
Neigung. Fritte und so, hallo. Ich war gerade noch ein bisschen Musik am Vorbereiten für heute Self. Deswegen habe ich gerade nichts gemacht. Ja, Salam ist gut. Ich wollte gerade noch sagen, weil sich jetzt deswegen das Spiel aufhängt. Thank you.
Gott, ich bin immer hoch bei der Musik. Ich hätte einfach mal gerade Lust auf ein Astro Final Fantasy 10, den wir so spielen hier. Deswegen. Ich habe es selber noch nicht komplett durchgespielt. Ich habe es nur bis zur Hälfte damals gespielt, aber irgendwann werde ich es vielleicht auch mal durchspielen. Und gucken. Irgendwann mal. Nachher ist das Ende der Story ist geil. Ich habe ja damals, obwohl ich Final Fantasy 10 nicht gespielt habe, hatte ich Final Fantasy 10 2 auch noch gespielt, aber auch nicht komplett durch. Ich bin sowieso immer der echte Final Fantasy Spieler, die ich nicht gespielt habe. Final Fantasy 1, 2, 3 und 8 habe ich, glaube ich, komplett durchgespielt. Zwei Teile sind nicht 100%, aber zumindest Story beendet halt. Ich glaube, bei Final Fantasy 8 habe ich irgendwann die Roll- und Bring-Quests nicht mehr gemacht und habe nur noch die Superbosse gemacht, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und Final Fantasy 1 und 2 habe ich aber, glaube ich, alles gemacht. Da gab es auch nicht allzu viel. Beim GBA Remake. Und wie ehrlich gesagt, ja, ich merke, dass ich schon seit 7 Uhr auf bin. Auch wenn ich ehrlich gesagt auf Final Fantasy 2 dieser Bonus-Dungeon übelst aufgeregt hat. Ich mochte den absolut gar kein Stück. Wo der da mit den Leuten reingegangen ist, die innerhalb der Story gestorben sind und die dann die Werte übernommen haben, wo wie sie gerade gestorben sind, weil da hat es dann teilweise die übelsten Power Gaps. Irgendwie. Final Fantasy 700%, 800%, 900% Story, 10%, 10%, 200%, Self-Story, 13%, 100%, 13%, 200%, 13% Story. Mit 13 habe ich mal angefangen zu spielen, dann ist er mir irgendwann am Anfang, weil ich habe ja die PC-Version, abgeschmiert, den Rechner abgeschmiert, weil die Grafikkarte einen kleinen Klacks hat und danach hatte ich erstmal keine Lust mehr, weil ich mochte es bisher erst nicht so mega, wie die ersten paar Kämpfe waren irgendwie so, ich weiß nicht. Ich glaube, man kriegt im Final Fantasy 13 bis zum bestimmten Punkt noch nicht mal irgendwie Erwartungspunkte und das ist so eine Sache. Items schön und gut, aber Items können mich bei so einem Spiel nicht lange an der Stange halten. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie gerne ultra Items sammelt. Wenn es nicht für irgendwelche Nebenquests sind oder so. Ja. Auf Steam habe ich sowieso alle Final Fantasies, die auf Steam rausgekommen sind. Abgesehen, glaube ich, von. Oder? Ne, ich glaube, ich habe bisher alle. Final Fantasy 15 fehlt mir noch, aber das kommt ja eh nächstes Jahr erst raus. Das kann man noch nicht vorbestellen. Und werde ich auch nicht vorbestellen. Final Fantasy 15 weiß ich eh noch nicht, ob ich mir das gleich holen werde, weil das wird bestimmt schweineteuer werden. Ich schätze mal, das wird so an die 50 bis 60 Euro kosten.
Da habe ich momentan das Geld echt nicht dafür. Weil ich sagen muss, das, was ich bisher von Final Fantasy 15 gesehen habe, ich mag dieses Open World Gefuddel nicht. Ich mag Open World Spiele sowieso nicht. Weil wir haben meistens das Problem, die haben so eine leere Welt und die Hauptstory ist dann meistens auch Rotze. Ist jetzt bei GTA zum Beispiel ist nicht so, aber so ein Assassin's Creed und die werden auch ständig wieder verrostet und so ein Scheiß. Naja. Ja, 13 ist ein anderes System, bedürftig. Dennoch, die Story ist gut. Ich überragend, aber gut. Und sobald du dieser anderen Welt, sag ich mal, bist, wo du dich frei bewegen kannst, bist so fucking viel. Sind so fucking viele Sidequests und so weiter, da kann man sich echt austoben. Es soll aber auch auf dem Punkt, wo es Open. Naja, nicht Open World, das ist ja nicht Open World, das ist ja. Es ist ja eigentlich nur Sidequests gemacht, es ist ja keine Open World. Wo so relativ viel. Man hat die ganzen Sidequests aufschauen. Soll sehr grindy werden. Und bei Spielen, die ich nicht per Emulator spielen kann, bin ich heutzutage jemand, der grindet da nicht gerne, weil ich habe eh schon so wenig, naja, weiß das, wenig Zeit. Ich habe eh schon nicht so die Motivation, Spiele längerfristig zu spielen. Und wenn ich dann ja noch ständig in normale Geschwindigkeit zwischendurch grinden muss, ist los. Dann kriege ich die Krise bei Source. Kann ich ihm ab. Das ist übrigens die Originalversion, das ist nicht die Remastered. Remastered müsste ich mir noch runterladen, aber ich finde die Remastered teilweise ist auch nicht so toll. Ich denke, mein Stream muss nachher noch YouTube-Videos eintragen. In die Listung, Display-Forum. Das ist eigentlich überall gefallen von C8. Braucht man nicht unbedingt grinden. Man braucht nur bei sehr wenigen Bossen spezielle Zauber oder Techniken, die man haben muss. Sonst zählt wirklich nur die ausgewählten Kombos der Charaktere. Ob Tank, Heiler, Tower und so weiter, keine Ahnung, welche alles da es gab. Ich habe glaube ich nur die erste Stunde oder so gespielt. Von daher, ich beurteile das Spiel auch nicht, bevor ich es nicht mindestens bis zum Viertel oder zur Hälfte oder so die gespielt habe, weil dann hat man auch einen guten Eindruck, weil dann, wenn sich das Spiel dann doch wirklich großartig ändert. Dann haben die Entwickler irgendwie irgendwas falsch gemacht, weil sie entweder komplett was anderes machen wollten dann später oder weil sie sich irgendwie vertan haben oder weil sie nicht wussten, was sie haben wollten. Weil so ein Spiel sollte jetzt nicht mitten in der Hälfte irgendwie anfangen, seine Prinzipien zu ändern. Wenn auf einmal jetzt ein Open-World-Spiel mitten in der Hälfte übelst ein Jahr wird, bis die andere Hälfte, das ist irgendwie komisch. Habe ich einmal bei Final Fantasy 15 gehört, das wird ja ab der Hälfte wieder streng oder relativ linear. Wo es am Anfang bis zur ersten Hälfte übelst Open-World ist. Ich weiß nicht, das ist komisch. Man entscheidet sich bei den Spielen für einen Stil, den man machen will. Naja.
muss das zugeben, das Lied erinnert mich eigentlich eher mehr an RPG Maker als an Final Fantasy X, weil ich das damals, ich glaube, gefühlt in 4 oder 5 Spielen, die ich damals gemacht habe, verwendet habe. Und sie war meistens von irgendwelchen Hauptprotagonisten die Theme gewesen. Naja, bei Final Fantasy 8 ist es an sich auch so, CD2 bis CD2 und 3 oder wie, sobald man dann den Graden freischaltet, ist man technisch gesehen Open World, bis man in das dicke Ding reinfliegt und zur Zeitverschiebung aufbricht. Final Fantasy 8, muss ich zugeben, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also Story ja, aber vom Gameplay ist es... Es hat mir zu viele... Experimente gemacht, die meiner Meinung nach, oder für mich selber, zu schief gegangen sind. Ich mag das nicht, dass die Gegner sich automatisch ans Level anpassen. Das ist ein Unding, finde ich. Das ist, das geht gar nicht. Deswegen mag ich auch Elder Scrolls 3 und 4, weil ich was glaube ich bei Skyrim auch noch so war, da habe ich es ziemlich viel gespielt. Aber Elder Scrolls 3 und 4 hatte ja Scaling Enemies, also mit, ne, dass die Gegner sich in dem Level anpassen. Was aber dafür sorgt, dass die irgendwann entweder zu schwach werden, obwohl sie auf deinem Level sind, oder zu stark, weil du falsch skillst. Ja. Final Fantasy 8, wenn du das typische, du willst eigentlich stärker werden und willst grinden bei so einem JRPG, das lernen wir da nicht machen, weil sonst werden die Gegner zu stark. Du darfst dann nur koppeln. Und koppeln, das ist ja so eine Sache. Das Koppelsystem, wenn ich das jetzt Azo geben würde, das Spiel. Also Azurion TV. Der würde wahrscheinlich mit dem Koppelsystem gar kein Stück zurechtkommen. So. Also wenn ich ein Anfänger ist das System total ungeeignet. Du musst dich da erstmal übelst reinfinden, bevor du irgendwie mal weißt, welcher Zauber mit welcher Stückzahl bringen jetzt was. Du musst Zauber grinden wie blöde. Du musst trotzdem deine grinden, weil du Zauber grinden musst. Du musst AP grinden, weil du so schnell wie möglich die Item Ability, also die Umwandler Abilities brauchst, damit du schnell gute Zauber kriegst und so ein Scheiß. Das war irgendwie. So, das Koppelsystem, genau. Dann, was ich nicht mochte, war das Soul-System. Erstens hast du die unpassenden Gelegenheiten voll sinnlos irgendwie Soul bekommen im Dungeon, wo du eigentlich nicht mal theoretisch irgendwie Zugriff aufs Konto haben solltest. Da weißt du, wie viel Geld du jetzt eigentlich auf fast einem Rundes auf einmal ein Soul bekommst. Und teilweise komischen Abständen, wo ich nicht das System dahinter verstanden habe, welchen Abstand ich das eigentlich sollte bekommen oder nicht. Das war irgendwie, ich bin eher Freund von Monster Droppen Geld, auch wenn es keinen Sinn macht. Und von mir aus Monster Droppen irgendwelche Sachen, die du verkaufen kannst, wie Final Fantasy 12 hast du glaube ich gemacht. Da hatten nur die menschlichen Gegner Geld oder die humanoiden Gegner Geld. Alle anderen hatten ja Monster-Teile. Und das gewinnt mir. Ich level, man kann gewinnen und ganz ohne Grinden, einfach nur indem man viel ausfindet und viel experimentiert. Sehr gut. Bin ich nicht so der Freund von. Muss ich zugeben. Wie soll mein Ding? Warum fehlt da eigentlich. Ich hab doch vorhin Overworld runtergeladen. Warum fehlt das jetzt da dran? Ja, geil. Ihr habt Geschmackssache da sowieso. Sowieso bei JRPGs. Ich meine, nicht jedem gefällt die Earthbound/Mother-Reihe, nicht jedem gefällt Undertale, wovon ich der große Fan bin. Und daher. Ich meine, gerade Mother 1 und 2 ist ja ein Grindfest.
Mafia 3 geht, wenn du da die Soundbattles gut drauf hast, dann kannst du dich auch so durchwurschteln. Wenn du nicht gerade den Insane Hack spielst, den ich damals gespielt habe für das Let's Play, der macht ja die Gegner, ich glaube, doppelt so stark oder so teilweise, oder normal Gegner anderthalbfach so stark und Bosse doppelt. Das hast du dann schon deutlich gemerkt, da war ich an Level 99. Was im normalen Spielverlauf gar nicht bist. Im normalen Spielverlauf bist du gerade nur Level 60 und 65. Naja. Undertale hat nie gespielt, aber die Soundtracks einfach epic. Yep. Ich hab's. Oft habe ich es durchgespielt. Ich glaube einmal damals vor 2 Jahren im Stream, wo ich mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern kann, Neutral Run, dann hatte ich für YouTube Pacifist Run gemacht und dann habe ich den Genocide gemacht, also dreimal, dann habe ich die Demo dreimal durchgespielt, jemals mit den Enden, und ich habe einen Hard Mode, glaube ich, noch gemacht. Ich habe zwar nicht alle Neutralenden rausgeholt, aber ehrlich gesagt brauche ich auch nicht. Muss ich das Spiel nicht. Wie viel Mal? Keine Ahnung. 10, 15 Mal oder so, wie viele Neutralenden es gibt. Kann nicht unbedingt sein. Dafür geht es mir dann doch ein bisschen zu lang. Das Ding ist eigentlich, wie wird eigentlich Final Fantasy 7 Remake? Also irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass sie jetzt dieses, dass sie ja das Final Fantasy 15 Gramm System verwenden. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht so ganz. Das kann natürlich auch mal sein, weil ich ja von Final Fantasy 7 nur das ATB gewöhnt bin. Beste Final Fantasy Kampfsystem war sowieso immer noch Final Fantasy 10 CDP. CDB. Boah, Spiele, die ich meistens durchgespielt hatte. F80er, 20 bis 30 Mal. Grandia 1 gut 10 Mal. Grandia 2 gut 10 Mal. Bei dem Spiel weiß ich gar nicht. Grandia habe ich damit auch angefangen. Grandia 1. Müsste ich irgendwann auch mal weitermachen. Ein der 2 habe ich übrigens auch auf Steam. Ich habe auch Disca Air 1 und 2 habe ich auf Steam. Was habe ich noch? Das ist der Final Fantasy, habe ich ja schon gesagt. Legend of Heroes habe ich das erste und zweite Kapitel. Fehlt mir noch das dritte und die neue Reihe da. Ich will aber auch noch holen. Oh, das geht aber, das ist aber weg. Das war der Chat. Grandia hat auch ein tolles Aufzunehmen bei Attacking.
Dann überlegen, was ich eigentlich noch als System mache. Ach, ich weiß gar nicht. Ich habe so viele westliche RPGs aus Steam, die ich noch nicht gespielt habe. Ich habe ja 400 nochmal Spiele aus Steam und habe 60% oder 70, 80% davon noch gar nicht gespielt. Habe ich mal irgendwie ansatzweise mal angefangen, mal vielleicht mal eine halbe Stunde oder so angespielt und dann wieder aufgehört aus irgendwelchen Gründen. Die Spiele, die mir auch gefallen haben, sind Sacred und Sacred 2. Dann noch die uralt Baldur's Gate. Ach stimmt, das stimmt natürlich auch noch. Baldur's Gate habe ich auch noch. Baldur's Gate und die Spiele der Tales-Reihe. Tales of bin ich zu schlecht drin für, glaube ich. Also ein Action-Kampfsystem ist sowieso nicht ganz so mein Fall. Tales of jetzt geht, aber ich mag zum Beispiel Secret of Mana nicht. Ja, absolut nicht, wegen dem Kampfsystem. Wäre ich wahrscheinlich auch krass denn von vielen für, aber ich finde Secret of Mana wegen dem Kampfsystem echt nicht so gut. Gutes Spiel. Weil einfach dieses Aufladen von den Attacken, das ist sowas von nervig. Bei einem Action-Kampfsystem ist das irgendwie so. Das ist deswegen so halb rundenbasiert irgendwie. Irgendwie so eine Sache, ich meine, die Realität liest auch nicht erst deinen Schlag auf. Also, ich meine, das Aufladen meine ich jetzt nicht, dass du halt extra Schaden hast oder irgendwie mehr Schaden machst, soweit bin ich auch noch nie gewesen, sondern dass du halt quasi halt bevor du überhaupt irgendwie normalen Schaden machst, das machst du nur 1, 2, 3 Schaden oder so ein Kram, dass du einfach mal ein paar Sekunden warten musst. Das ist irgendwie. Ich meine, in der Realität ist das ja auch nicht so. Da haust du auch einfach zu. Da hatte Terranigma für mich ein besseres Kampfsystem. Aber auch wesentlich simpler natürlich. Und Tales of, was habe ich denn? Habe ich Tales of Symphonia habe ich auf Steam? Ich habe Tales of Systeria, glaube ich. Ich komme nicht immer durcheinander. Das sind mir natürlich auch schon zu viele Spiele geworden bei der Tales of Reihe. Ehrlich gesagt. Was hat ja damals mit Tales of Phantasy angefangen? Und jetzt sind wir inzwischen bei What Tales of Berseria oder es kommt irgendwie noch ein neuer Teil irgendwann. Die Buch, die sind das irgendwie auch jährlich oder zweijährlich oder so. Das ist auch so eine Sache, dass die hauen. Die Tales of wird mir auch viel zu regelmäßig rausgehauen. Wie damals Assassin's Creed, als es noch letztes Jahr rauskam. Gut, Assassin's Creed spiele ich eh nicht. Und daher hat mich auch nie interessiert, Assassin. Sowieso diese ganzen Ubisoft Open World Spiele sind sowieso nichts für mich. Selbst das Infronia und Test of Grace ist das Gute. Man kann es auf den Computer kämpfen lassen, einfach einstellen, was wie gemacht werden soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut kämpft. Beispielsweise 50% HP heilen, 50% der Gegner High Damage Attacken. Und so weiter. Also ich sehr gut auf jeden Ausrollen experimentieren wieder. Das ist so ähnlich wie das Gambit-System Final Fantasy 12.
Mann, ich kämpfe da schon selber. Ich. Bei Final Fantasy 12 brauchst du die Gambits irgendwann. Da haben sich auch ein paar drüber beschwert. Müsst nichts mehr selber machen. Nee, es ist scheiße. Nee. Ja, falls nicht schlimm. Also, ich bin auch mal gespannt, ob es eine Final Fantasy 12 auf ihrem PC ausbringen, weil ich habe nämlich keine PS4. Ich hoffe zumindest mal, weil ich würde das nämlich auch gerne mal wieder spielen. Ich habe das Wort zu Hause, ich habe, aber ich weiß nicht, ob meine PS2 noch funktioniert. Und wenn, dann würde ich das gerne entweder mal wieder wie immer aufnehmen oder streamen. Und da ich keine entsprechende Aufnahmekarte habe, oder Grabber, weil für sowas sollte man ja eigentlich für solche alten Konsolen eher einen Grabber benutzen, weil die dann noch eher so einen alten Grabber halt, weil die halt immer noch die Anschlüsse haben müssen und so Scheiß. Mit der Kämpfe dann sich angreifen müssen. Wenn man gut ist in dem Spiel, haut man besser die Kombos raus, aber blutig Anhänger wurde locker. Das war ja damals noch in Tales of Phantasia, haben es einmal ausprobiert. Das war aber so schlecht, weil, naja. Der hat eigentlich eher mehr defensiv attackiert, obwohl, also defensiv gespielt, als irgendwie offensiv, wie ich ihn eigentlich eingestellt habe. Deswegen. Oh Gott, das ist echt schlimm, wie viele Spiele ich noch nicht gespielt habe, ne? Vor allem, wie viel ich damals als Let's Plays angefangen habe und nie beendet habe. Das wird mir erst recht bewusst, weil ich bin ja gerade dabei, meine ganzen alten Videos, die ich auf dem alten Kleinkuchen-Kanal hatte, jetzt auf Comdirect hochzuladen. Da bin ich gerade bei, habe ich Final Fantasy 1 gerade fertig gemacht. Das ist aber gerade mal das, ich glaube, das sechste oder siebte Projekt von Kleinkuchen. Und insgesamt, ich habe ja vorher noch Kleinkuchen 2005 hochgeladen, halt dieser Kanal damals, den ich für neuere Spiele hatte, die ab 2005 rausgekommen sind. Das sind, glaube ich, jetzt 45 Projekte oder so, gerade mal. Ich habe 200 oder sowas. Kann also noch eine ganze Weile dauern, bis ich da durch bin. Ah, fuck. Fällt mir gerade mal so auf, irgendwie erinnere ich, dass die von Final Fantasy X, die Musik von Final Fantasy X irgendwie verdammt stark an Final Fantasy VII. Oh klar, ist dasselbe Komponist. Ja, aber irgendwie so. Ich glaube, dass die nicht das genau an Final Fantasy VII vorkommen. Stimmt, natürlich auch ein Final Fantasy, was ich durchgespielt habe, was aber kein offizielles ist, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, Final Fantasy Endless Nova. Das ist ein RPG Maker 2000 Fangame. Ist eine eigene Welt. Wie halt fast jedes Haupt-Final Fantasy. Benutzt aber halt die Namen und teilweise Rassen und bla de blub. Ist okay.
okay, ist jetzt nicht das beste Spiel, aber es hat halt auch, was mir an dem Spiel stört oder stört, da muss man sich halt gewöhnen. Immer Final Fantasy 2 nicht mag, dieses, ich habe mir selber in der AP steigen. Das hat nämlich dieses System. Und das ist, naja, eines der schlimmsten Level-Systeme, die ich kenne. Learning by doing. Bei einem Ding, seitdem ich Final Fantasy 2 gespielt habe, hasse ich dieses System wie die Best. Final Fantasy 7 hatte wesentlich bessere Mischungen in der Musik. Merkt man an One Winged Angel, so oft wechselt zwischen langsam, dramatisch und so weiter. Aber Final Fantasy 10 ist alles mehr auf das spezielle Ereignis abgestimmt, weil es sich so gut. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Bin ich zu. Habe schon zu lange nicht mehr eine Musik regelmäßig gehört. Und ich bin sowieso heute auch kein Experte in Musik. Und daher. Was ist der Schwung? Hat der Overworld übersprungen? Ist das ganz unten in der Liste oder was? Also manchmal sehr oft sortiert Audios hier auf die Musik in dem Spielbrowser hier komplett anders als eigentlich im Explorer drin stehen. Also im Windows Explorer im Ordner. Ja, ja Leute. Schlacht. Ja. Dürftest du doch eigentlich nur mal Mario 3 spielst, dürftest du eigentlich mit dem Rahmensystem dort relativ gut zurechtkommen. Es ist nämlich quasi rhythmusbasierend. Wenn man nämlich angreift, muss man im Rhythmus der Musik die A-Taste drücken und dann kann man Kombos machen. Auf dem Emulator funktioniert das teilweise näher schlecht als recht, wenn man falsch eingestellt hat. Aber wenn man einen Delay nicht drin hat, funktioniert das relativ gut. War ich auch nie besonders gut drin, weil ich nicht so gut drin bin, den Rhythmus zu erkennen. Ich meine, ich müsste eigentlich auch mal wieder Cognitive Dissonance Value besetzen. Mava 3. Also wie die Mutter auf Englisch und dann eine 3 hinten dran. Mava 3. Ist für ein Game Advance und gibt es eine englische Übersetzung, eine Fernübersetzung. Und ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht doch mal auf Konsole rausbringen. Ich glaube, dafür würde ich mich dann sogar eine Switch holen. Ich nehme das hier aufgeschrieben, direkt auch an den Nacken. Das ist ein sehr gutes Spiel, ist aber sehr, sehr, sehr speziell. Wenn du die Reihe nachholen willst, würde ich dir auch empfehlen, eher mit einem dritten Teil anzufangen. Höchstens vielleicht noch mit einem zweiten, aber der erste ist halt ein NES-Spiel gewesen damals. Und selbst mit einem Easy Patch oder ein Easy Patch auf dem GBA Remake merkst du das eindeutig, wie schwer das Scheißteil ist. Und vor allem wie viel du da grinden musst. Und überhaupt mal vorher zu kommen. Mit einem Easy Patch reicht es einfach nur, jeden Gegner einmal mitzunehmen und dann bist du auf dem genau richtigen Level. Dann ist es nicht so schwer, dann ist es nicht so leicht. Aber es ist halt NES. Es ist aber noch besser als Dragon Quest teilweise, was Spielerführung und so ein Kram angeht. Aber ist es natürlich kein neuartiges RPG. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
schon. Okay. Ich werde wahrscheinlich gleich auch Schluss machen, denke ich mal. Ein bisschen besser erledigen, ein bisschen Anime gucken und so. Erste Serie von Yu-Gi-Oh! Also noch die bevor es Studio Mods das gab, bin ich gerade am Schauen. Da bin ich gerade bei Folge 10, glaube ich. Also ungefähr bei der Hälfte bald. 27 Folgen hat er ja. Einfach nur mal, um es nachzuholen, um überhaupt mal geguckt zu haben. Ich glaube, da bin ich eh einer der wenigen, die das wirklich gucken. Ist okay, es ist halt aus 1997 oder, ja doch, glaube 97. Merkt man auch. Auch schon abgesehen, dass der Stream sowieso nicht die beste Qualität hat, aber ich glaube, die Serie an sich auch nicht unbedingt die beste hat. Es ist auch eine Serie von Toei. Also hat die, die Digimon und Dragon Ball gemacht haben. Ne? Von daher. Und danach, mal gucken, ich glaube, danach werde ich erstmal wieder ein Buch lesen. Ich habe nämlich so viele Bücher hier. Da ungefähr hinten, wo ich gerade so hinzeige, ungefähr, ja, hier so ungefähr, es steht mit meinem Nachttischschrank und der ist voll mit Büchern. Weil ich immer mal, wenn ich immer mal in die Stadt gehe, mal, wenn ich von der Maßnahme zurückkomme, also von Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dann gibt es da ja kostenlos Bücher, die man sich nehmen kann oder austauschen kann, wenn man wollte. Austauschen kann ich halt nicht, weil ich habe ja kaum Bücher. Und da habe ich innerhalb von halbem Jahr an die, ich glaube, 20, 25, 30 Bücher. Und irgendwie, ich habe inzwischen bald schon Platzmangel, muss ich zugeben. Das heißt, ich müsste eh bald irgendwann wieder aussortieren. Na ja, gut. Ich bin jetzt erstmal offline und wir sehen uns dann eventuell irgendwann das nächste Mal. Also nicht, wenn ich das nächste Mal stream. Auf Wiedersehen.